Alle diese Leute stehen da oben und beobachten, wie ein Hai auf ihre Yacht zukommt. Aber sie wussten nicht, dass dieser Hai mehr als einen Kopf hat. Sie sind sehr glücklich, den Hai zu sehen. Ein Mann macht ein Foto von dem Hai. Durch das Geräusch von der Kamera erhöht der Hai seine Geschwindigkeit und kommt auf sie zu. Als sie das sehen, bekommen sie Angst. Der Hai greift sie an und niemand überlebt diesen Angriff. Der Hai hat in Wahrheit 4 Köpfe. 2 Polizisten untersuchen den Angriff. Auf der Yacht finden sie Spuren von Blut und eine Kamera. Beide sehen in der Kamera, dass dieser Hai kein normaler Hai ist. Sie bringen die Fotos zu einem Labor. Als die Biologin die Fotos sieht, glaubt sie nicht, dass es den Hai überhaupt gibt und denkt, dass das ein Scherz ist. Der leitende Biologe glaubt, dass der Hai echt ist. Der leitende Biologe heißt Helmut. Er versucht, den 5-köpfigen Hai für eine Ausstellung zu fangen. Dadurch kann er viel Geld verdienen. Also versammelt Helmut seine Mitarbeiter und beschließt, den Hai zu finden und zu fangen.